Hallo liebe Leute, Zauberer und Muggels. Jawohl, die Begrüßung spricht schon Bände. Herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. So, was haben wir hier? Ja, ich habe eine Nachricht bekommen von der lieben Nicole, die mich angeschrieben hat und gesagt hat, Mensch, ich kriege diese Geek Gear World of Wizardry Box. Und die kriege ich zweimal, aus welchen Gründen auch immer. Und ich wollte dich fragen, ob du nicht Lust hast, so eine mal auszupacken. Und ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht gesagt hätte, na logo, ne? Also, hallo Mora, machen wir sie auf. Geek Gear World of Wizardry. Ich bin sehr gespannt. Das könnte die Märzbox oder die Aprilbox sein, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich noch die Märzbox. Na, gucken wir mal rein. Zu oben. Hey, bin fort. Oben auf haben wir erstmal Verpackungsmaterial. Da steht glaube ich auch irgendwas drauf. Keine Ahnung, ob das dazu gehört. Ist auf jeden Fall farblich sehr schön. Ich mag die Farbe, gefällt mir gut. So, was haben wir hier? Das ist aber nicht nur die World of Wizardry Box. Da sind offensichtlich auch noch andere Sachen drin. Sollte sich hier ein Fanpaket versteckt haben. Cool. Also, wir machen erstmal das T-Shirt. Das ist nämlich definitiv aus der World of Wizardry Box. Könnte ich sogar reinpassen. Super. Das T-Shirt. Cool. Das ist doch Remus. Mein Freund Remus. Oh, das ist cool. Das ist super. Remus Lupin, kennt ihr? Ne? Und unten sieht man hier, ne, seine Werwolf-Gestalt. Spoiler-Alarm. Ja, ich glaube, alle Fans wissen Bescheid. Remus Lupin. Super cool. Gefällt mir gut. Das ist schön. Ein paar Fussel vom Karton oder so. Keine Ahnung. Ja, gefällt mir. Finde ich toll. Also, ne? Vor allen Dingen, das ist tatsächlich mein erstes Harry Potter-related T-Shirt, glaube ich. Ich glaube, es gibt bis jetzt noch kein T-Shirt. Und ich habe über 280 T-Shirts, wo Harry Potter drauf ist. Ne? Correct me if I'm wrong, vielleicht wisst ihr es besser, ne? Aber ich glaube, bis jetzt habe ich noch keins. Deswegen, das finde ich schon mal schön. Ein T-Shirt zum Thema Harry Potter, das gefällt mir gut. So, was haben wir hier? Das gehört auch offensichtlich zur Box. Das sind, was ist denn das? Jumper, Scarf and Tie, House Pins. Ah, schön. Die Geek Gear Box ist keine offizielle Harry Potter Box, das muss man immer dazu sagen. Das heißt, die Geek Gear Box macht das alles ohne Lizenz. Das heißt, sie dürfen natürlich nicht die Häusernamen nehmen, so wie Hufflepuff oder Slytherin oder so. Das heißt, wenn ihr da die Box auswählt und die kauft, dann sucht ihr das anhand einer Farbe aus. In diesem Falle ist das offensichtlich, und das zieht sich auch, glaube ich, weiter durch die Box durch, die Farbe Gelb. Das heißt also, es wurde beim Auswählen für diese Box die Farbe Gelb gewählt. Die steht dann natürlich indirekt für Hufflepuff, ne? Aber auch nicht offiziell. Wie gesagt, Geek Gear nicht offiziell. Ne? Deswegen... Darf man das eigentlich gar nicht sagen? Darf man das sagen? Doch, darf man bestimmt sagen, aber ne, offiziell ist es das nicht. Also die Box bewirbt das nicht so. Dementsprechend haben wir hier die Pins vom Haus Gelb. Das sind coole Pins. Ich gucke mir die mal genauer an. Wenn ich da dann rankomme. Oh ja, die sind cool. Das ist Metall, ne? Hochwertige Metallpins. Ne? Und wer wollte nicht schon immer einen Pullover, eine Fliege und einen Schal als Pin haben, ne, um ihn sich an den Pullover, den Schal und die Fliege dran zu machen. Finde ich cool, finde ich eine witzige Sache. Und das ist natürlich auch was für Fans, ne? Ganz eindeutig. Und Hufflepuff, ich weiß gar nicht, in welchem Haus ich wäre. Ich finde, jedes Haus hat so seine Vor- und Nachteile irgendwie, ne? Das ist gar nicht so einfach. Ne? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre ich bei Slytherin drin. Wahrscheinlich. Ne, so ein bisschen hinterhältig. Ne? Oder Ravenclaw. Wahrscheinlich Ravenclaw. Dann haben wir hier Söckchen. Größentechnisch steht hier gar nichts drauf. Das heißt, es könnte sein, dass die riesengroß sind oder ganz, ganz klein. Ich mach die mal auf. Wir gucken uns das mal an. Ja. Man kann das nicht so sehen. Aber da ist dann auch, genau, ihr sollt ja sehen, was hier drauf ist. Guck mal, das sind Socken und da ist dann, ne, im Prinzip hinten? Vorne. Vorne auf der Socke, na, wenn ihr die Socke tragt, hinten wäre ja auch blöd. Wenn ihr die Socke tragt, dann habt ihr vorne einen Schlips. Den Schlips. Von der Länge her sieht das eher so aus, als wären die... Er ist wahrscheinlich one size fits all, ne? Aber es sieht eher nach bis zu 40, 42 aus. Also ich denke, wer so Schuhgröße 44, 45 hat, so wie ich,
mag da eventuell seine Problemchen bekommen. Ne? Ich habe eh ein dickes Bein, bei mir sind die Socken dann oben immer auch zu eng. Ne? Das ist dann normal. Aber auch schön, finde ich auch schön. Socken. Socken zu Harry Potter. Mit dem Schlips, das hat irgendwie was, das ist sehr witzig. Das finde ich echt witzig. So, was haben wir hier noch? Ah, cool. Guck mal, das ist auch ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt, was das sein soll. Ne? Das sind Backformen. Auch die werde ich mal eben auspacken. Na, vielleicht auch nicht. Ich packe die mal nicht aus. Das ist sonst sind die ausgepackt. Das ist auch blöd. Na, die sollen ja rein und clean sein, wenn man das erste Mal benutzt. Da muss man aber vorher eher auswaschen. Ne? Wir haben hier, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ihr seht das schon, das oben. Das ist der Schnatz, der goldene Schnatz. Ne? Dann haben wir hier den ne? Das seht ihr hier, den Sorting Hat. Den Hut. Na, und wir haben Hedwig die Eule. Da war ich jetzt erst am Grübeln, was das sein soll. Erst dachte ich, Hagrid. So rum ist es Hagrid. Und so rum ist es Hedwig die Eule. Na, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Na, ganz schwierig zu erkennen. Machen wir es irgendwie so? So vielleicht. Na. Ihr seht das schon. Es sind halt Ausstechformen für Kekse. Finde ich ziemlich cool. Ausstechformen für Kekse ist auch super. Ich backe jetzt nicht so oft, aber jetzt habe ich zumindest endlich mal Ausstechformen. So, dann das hier, das gehört sicherlich auch noch dazu. Das ist, cool, Multicolor Pen. Das ist witzig, das finde ich total lustig. Das ist aus dem Weasley & Weasley Store, sozusagen. Na, das ist sogar ein offizielles Produkt, also das ist auf jeden Fall, weil da steht Harry Potter oben drauf. Na, dementsprechend offensichtlich offiziell. Ja, das ist vom Pyramid das Item, also ganz, ganz offiziell lizenziertes Item. Und das ist ein Stift mit verschiedenen Farben. Könnt ihr dann hier so runterdrücken und dann habt ihr dann die entsprechende Schreibfarbe, je nachdem, was ihr da auswählt. Ja, und da das da dann zur Harry Potter World gehört, ist hier dann noch so ein Drehding drin, Spinning Top. Kann ich jetzt nicht so gut spinnen, weil das hier in der Packung drin ist, aber das soll normalerweise hier so... Ist ein bisschen knapp vom Platz her. Ja, dann kann man das hier so drehen. Das heißt, während ihr schreibt, könnt ihr dann immer so machen und dann schreibt sich das viel leichter. Ja, weil der Stift. Das ist lustig. Quality Weasley Goods steht drauf. Ganz offizielles, schönes Produkt. Sehr schön. Finde ich auch gut. Gefällt mir auch gut. Finde ich toll. So, was haben wir hier noch? Das hier. Das gehört doch bestimmt auch genau. Oh. Handcrafted House Wax Stamp Set. Oh, geil. Das finde ich ja schon wieder cool. Was sieht man da? Keine Ahnung, was man da sieht. Das müsste ja jetzt fürs Haus Hufflepuff sein, ne? Weil, so ein bisschen zumindest. Also so die Richtung. Na, weil das ist ja alles so aufgemacht wie fürs Haus. Ich habe zu dicke Finger. Ich krieg das Wachs nicht raus. So, dann haben. Das heißt, wir haben hier ein blaues Wachs. Na? Und dazu dann diesen Stempel. Na, das ist dann so, klar, logisch, ne? Ihr macht das Wachs heiß, ihr habt ein Briefchen, ihr macht dann ein bisschen Tropfen Wachs auf den Brief und dann habt ihr das Ding hier und macht einmal und schon habt ihr ein Siegel. Na? Ich weiß nicht, ob ihr das erfassen könnt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig rumhalte. Wahrscheinlich nicht. Kann ich nicht so sagen. Was oben sein soll, was unten. Doch, das müsste unten sein. Ich glaube, es steht auch Hogwarts drauf. Also das müsste irgendwie schon relativ offiziell sein. Finde ich total cool. Ich meine, sowas benutzt heutzutage keiner mehr. Eine E-Mail kann man schlecht mit Wachs irgendwie verschicken. Ne? Und Briefe verschickt man ja auch nicht oft. Aber ich denke mir, wenn man so, keine Ahnung, vielleicht heiratet man ja mal und hat so Hochzeitseinladungen, die kann man dann versiegeln. Oder man schickt halt den Brief, dass man sagt, komm vorbei, ne? Wir fahren nach Hogwarts. Das geht auch. Finde ich auch schön. Hier ist noch einiges mehr drin. Da will ich aber jetzt noch gar nicht zu kommen. Das fühlt sich witzig an. Was ist das? Ich denke, ich mache nämlich erstmal die Box hier fertig. Wobei ich nicht sagen kann, ob da nicht eventuell nachher was fehlt, weil da noch was anderes dabei ist. Ja, das untere gehört auch noch dazu. Das muss ich auch noch rausziehen vorher. Ihr dürft das hier nicht sehen. Ihr dürft das hier nicht sehen. Guckt weg. So. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles raus, was offiziell in der Box drin ist. Nee, vielleicht wohl noch nicht. Da ist noch mehr. Das gehört auch noch zu. Und, nee, das andere dann nicht. Siehst du, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt, damit ihr auch die Box so kriegt, wie sie im Original ist. Wir haben das erste Ding hier noch. Das ist Licensed Exclusive.
Das scheint sogar, ja, das ist auch offiziell und das ist exklusiv. Das ist ein Artprint. Und das finde ich schön, dass sie den Artprint auf Pappe packen und einschweißen. Klar, einschweißen ist natürlich dann wieder Umwelt, böse. Ne? Aber das auf Pappe sorgt dafür, dass der nicht verknickt und verbiegt. Und das finde ich sehr schön. Und das ist ein wunderbar, echt schöner Print von Forks. Forks. Ja, genau. So hieß, glaube ich, die Stadt aus Twilight. Nein, es ist natürlich der Phönix. Natürlich der Phönix gemeint. Ne? Finde ich schön. Also das sieht wirklich schön aus. Ich finde das Motiv wirklich wunderschön. Gefällt mir gut. Also ganz, ganz toll. So, dann gucken wir mal, was wir noch so haben hier. Nächsten Monat ist der Hint für die Box. Ne? Der Kollege hier. Ah, und dann haben wir, und das ist auch so eine Sache, genau, man kann, wenn man die Geek Gear World of Wizardry sammelt, nach und nach sich ein Rezeptbuch für besonders schöne Sachen zusammenstellen. Und in diesem Falle ist es so, dass sie natürlich, und da seht ihr dann auch mal, wie die Kekse aussehen können, wenn ihr sie fertig habt, ne, unter anderem ein Rezept drin haben. Und die sind dann auch immer so gelocht, dass man die mit abheften kann. Ne, für Kekse in diesem Falle. Wirklich schön. Also die geben sich da echt Mühe, ne, weil das ist halt wirklich wie so ein richtiges Rezeptbuch gemacht. Ne, wunderbar, finde ich toll. Ne. Dazu habe ich hier dann noch Fever Fudge. In diesem Falle ist das dann nur eine Seite. Ne, Fever Fudge. Oh, Fudge mache ich auch gerne. Boah, das ist lecker. Fudge finde ich cool. Ne, ich weiß nicht, Fever Fudge sagt mir jetzt so gar nichts. Habe ich vielleicht nicht aufgepasst bei den Filmen, genug. Das klingt schon furchtbar lecker. Wie sage ich das? Ne? Also Fever Fudge finde ich super. Und dann haben wir, oh, Butterscotch Fudge. Sind die auch drin? Da hätte ich jetzt sofort Lust drauf. Da würde ich jetzt sofort reinbeißen und sagen, boah, geil, ich freue mich sau. Ich sau freue mich, genau. Finde ich auch total cool. Und ich guck mal, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Wir, ich. Genau. Genau, vergessen wurde nichts. Es ist alles dabei. So, und jetzt, na, das ist die Märzbox übrigens. Geek Gear World of Wizardry. Ich hau euch auch nochmal einen Link in die Videobeschreibung, wie ihr die kriegt. Ne? Und das Witzige ist, es gibt eine neue Box jetzt von dem. Die ist ein bisschen teurer. Ne? Die kostet dann, es kommt aus England, die Box. Ne? Die etwas teurere Box, die ist jetzt ganz neu. Die kostet dann irgendwie 45 Pfund. Je nachdem, wie das Pfund steht, sind das so um die 50 Euro. Das ist so eine Special Edition Box. Die kommt alle 2 Monate. Das heißt, ne, die kommt aber, glaube ich, auch nur alle 2 Monate, glaube ich. Ne, die kommt jeden Monat. Das heißt, ihr könnt jeden Monat eine Harry Potter Box abgreifen hier. Ne, für viel Geld. Und für noch mehr Geld könnt ihr eine Special Edition Box alle 2 Monate abgreifen. Ebenfalls mit dem Thema Zauberer. Wobei die jetzt nicht explizit auf Harry Potter ausgelegt ist, glaube ich. Weiß ich nicht. Das könnte sein, aber weiß ich nicht. So, wir kommen zum letzten Item. Das letzte Item ist in einer schönen Box. Und ihr seht anhand der Form schon, was es ist. Jawohl, und was steht da vorne drauf? Toron. Tried fixing your wand. Hope it works okay. Love, Mom. So, dann seht ihr das hier und dann ist das so eingewickelt. Und dann ist da drinne. Großartig. Großartig. Grandios. Grandios. Ich bin demnächst auf einem Event, wo dieser Zauberstab vielleicht auch mitgenommen wird. Einfach nur, um ein bisschen Spaß damit zu haben. Und, ne, weil das ist ein Event, in dem es primär um Harry Potter geht und die Stars von Harry Potter und so. Das ist das MFC Special Event auf Schloss Burg in Solingen. Ne? Obwohl, ich weiß nicht, ob ihr das, ja, das Video kommt vorher dementsprechend, ne? Oder wenn ihr es halt sehr viel später guckt, das Video, ne, da gibt es dann wahrscheinlich auch schon eins zu dem Schlossburg-Event. Und den nehme ich dann natürlich irgendwie mit, glaube ich. Also, ne, weil man kann ja nicht auf ein Event gehen, bei dem es um Zauberer geht, wenn man nicht seinen Zauberstab mit hat. Und das ist der wunderbare Zauberstab von Ron, der versucht wurde, ja, der versucht wurde von der Mutter von Ron sozusagen, das ist natürlich im Film so nicht gewesen, nochmal geklebt zu werden, damit er den nochmal weiter benutzen kann. Bisschen verbogen ist er. Ich finde den großartig, fantastisch. Ne? Wie fasst man einen Zauberstab an? Muss man dann den Fingern abstreifen und dann so machen? Wingardium Leviosa! 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 Ihr wisst, was ich meine. Ne? Expelliarmus! Und dann fällt er mir aus der Hand, weil doch nicht ganz heil. Großartige Box, ich finde das schön. Ich finde das schön, ich finde das ganz, ganz toll. Und vielen Dank an dieser Stelle schon mal an die liebe Nicole, die mir diese Box hier zugeschickt hat.
Das war's aber noch nicht. Ich sehe hier schon ganz viele andere Sachen und ich freue mich gerade schon drauf, die anderen Sachen auszupacken. Das heißt also, ne, wenn ihr nur die Harry Potter Box sehen wolltet, dann könnt ihr jetzt abschalten. Ne? Und wer noch Spaß mit mir haben will, jawohl, der guckt sich jetzt noch das Fanpost-Unboxing an, das so direkt hinten dran kommt. Super, total cool. Ne? Ich fange einfach mal mit dem Ding an, das ich eben schon in den Händen gehalten habe und wo ich dachte, was zum Geier, das ist... Was ist das? Was ist das für ein Zeug? Ich finde den fantastisch, ja? Also wirklich, das ist großartig, das Ding. Zuerst dachte ich, der ist irgendwie so aus Stoff, als ich den gerade gesehen habe. Aber der ist nicht aus Stoff. Das ist irgendwie so ein Gummimaterial. Der fasst sich ganz witzig an. Das ist ganz, ganz interessant, den anzupacken. Das ist lustig. Und auch so ein bisschen Stressballfunktion, keine Ahnung. Ne? Der ist echt cool. Das ist echt witzig. Das finde ich groß. Also das finde ich ganz, ganz groß. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Minion. Ne? Also das habt ihr garantiert erkannt, weil ne, so gelb und so Osterei-mäßig. Ne? Finde ich cool. Das ist witzig. Was ist das für ein Zeug? Also, da kannst du mir gerne mal schreiben, Nicole. Du siehst das Video ja bestimmt. Da kannst du mir gerne mal schreiben, was du da... was das genau ist und wie das zustande kommt, dass du das so zu so einer Figur bastelst. Machst du das irgendwie häufiger? Hast du da mehr von? Ich glaube, mich erinnern zu können, Chris hatte auch so ein Ding, ne? Du hast so eine Box ja auch schon mal an den lieben guten alten Chris Tainment geschickt und der hatte auch so ein Teil hier drin und da habe ich gar nicht mitgekriegt, dass das eben nicht aus Stoff ist. Ne? Ich weiß nicht, ob er es nicht gesagt hat oder ob ich es einfach nur überhört habe, aber ich hätte jetzt echt gedacht, der wäre irgendwie so geklöppelt, so ein Stoffding. Aber dass das aus diesem... aus so einem gummiartigen Material ist, finde ich sehr interessant. Das Ding ist witzig. Finde ich cool. Ne? Handwerklich begabt hier. Ne? Kann man nicht anders sagen. So, was haben wir denn hier noch? Haha, wir haben... ne? Ich liebe die Teile. Und manche Leute wissen das auch. Ne? Witzigerweise brauche ich dafür keinen Pets-Spender. Ich esse die auch so. Ne? Pets, kennt ihr? Ich habe auch diverse Pets-Spender. Ich habe unter anderem einen von Hello Kitty hier stehen, der ist natürlich noch original verpackt. Ne? Und ich glaube, da steht noch einer zu Star Wars, ein R2, der müsste da auch noch stehen momentan. Ne? Finde ich cool. Mag ich gerne. Also das ist auf jeden Fall was Schönes zum Naschen. Eine schöne Kleinigkeit vor allen Dingen. Ne? Es sei denn, man futtert gleich alle Reihen auf. Ne? Aber wenn man mal so eine Reihe von wegnascht, dann ist das gar kein Problem für zwischendurch. So, vielen Dank. So ist das gut. So ist das schön. Das freut mich sehr. So, was haben wir hier noch? Ah, okay. Jetzt bin ich mal neugierig, was du mir da reingepackt hast. Das ist schon mal falsch, weil, ne, ihr wisst ja, das ist ein Manga. Manga. Ne? Ich weiß nicht, ob meine Zielgruppe das kennt. Manga. ne? Ein Manga. Und Mangas liest man von rechts nach links, traditionell. Der ist auf Deutsch auf jeden Fall. Und jetzt spoilere ich mir gleich das Ende, wenn ich weitermache. Das ist Get Backers. Get Backers. Kenne ich nicht. Kenne ich gar nicht. Was immer ihnen genommen wurde, bringen wir zurück. Banmido und Ginji Amano haben so ihre eigenen Methoden. Ah, verloren gegangenes wieder zu beschaffen. Das ist witzig, weil hier so ein megamäßiger Platz dazwischen ist. Liest sich das irgendwie komisch. Ihre Erfolgsquote liegt nach eigenen Angaben bei 100% und die beiden Get Backers machen dabei keine Unterschiede. Get Backers heißt also im Prinzip, ich besorge euch das zurück. Das klingt nach einer sehr interessanten Geschichte. Ich werde das auf jeden Fall durchlesen. Finde ich interessant. Ich selber besitze eigentlich so gut wie gar keine Mangas. Ich habe ein paar von Star Wars. Ne, da wurde Episode 4 nacherzählt. Fand ich auch sehr cool. Ah, guck mal hier, siehst du. Das ist... offensichtlich Band Nummer 3. Da oben steht's. Ist nicht so ganz einfach zu erkennen gewesen. Aber da ich jetzt hier Band Nummer 1 habe, ne? Hinten steht auch derselbe Text drauf. Oh, cool, dann kann ich mir da so eine richtige Reihe durchlesen. Hier ist sogar noch ein Poster mit drin, scheinbar. Darf ich das zeigen? Ist das jungfrei? Nein. Ja, das ist cool. Ne, es ist halt der übliche Manga-Style. Ihr kennt das. Wenn ihr Mangas kennt, dann wisst ihr ganz genau. Es ist in Schwarz-Weiß. Ne, und immer sehr cool. Und es ist halt von rechts nach links zu lesen. Das ist bei mir, ich finde das manchmal unheimlich schwer, weil ich das echt gewohnt bin, Comics von links nach rechts zu lesen. Und wenn du dann noch
ne, du musst ja auch die, wenn du auf der Seite bist, auch die rechte Seite zuerst und dann die linke Seite. Das ist manchmal verwirrend, ne, weil ich bin es gewohnt, auf einer Seite dann links oben anzufangen, ich muss aber rechts oben anfangen. Ne? Die Japaner, alles Verrückte. So. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, genau. Band Nummer 2 ist auch dabei. Sehr schön. Das ist cool. Das ist cool. Das ist super. Da kann ich so eine richtig schöne Geschichte lesen. Das finde ich toll. Also, da freue ich mich auch drüber. Das ist eine interessante Sache, da mal reinzublättern, mal durchzugucken. Na, und dann hier Band Nummer 1, 2 und 3. Na, kann man sich dann so ins Regal stellen. Sau cool. Freue ich mich sehr drüber. Na? So ein bisschen Comic-Lesestoff ist auch immer fein. Also ich habe zwar aus dem Jahr so um die 1998 bis 2002 oder so und davor, also aus den frühen 90ern, ganz, ganz viel vom Carlsen Verlag und auch später alles das, was kam von Dino, von Panini und so, aber Mangas eher weniger oder gar nicht, ne? Wie gesagt, nur diese Star-Wars-Dinger. Also ich bin da schon comic-mäßig, habe ich ganz, ganz viel im Schrank stehen, ne? Das steht alles in so Comic-Kartons im Schlafzimmer. Aber die kenne ich natürlich alle schon, ne? Und das kenne ich jetzt hier noch nicht, deswegen das ist fein. Feini, feini, fein. Das sieht doch auch sehr spannend aus. Da wurde noch für mein leibliches Wohl gesorgt, ne? Über diese Pets noch hinaus. Denn hier ist noch eine Scholetta drin. Keine Schokoletta, sondern eine Scholetta. Schokoduett. Weiß-Joghurt-Waldfrucht. Ja, das klingt doch sehr spannend. Ne? Diese Schoki ist auch mit dabei. Scholetta. Schokoduett. Ja, finde ich schön. So eine schöne Schoki-Schoki. Gemischt mit Waldfrucht. Bin ich sehr gespannt. Ne? Bei solchen Waldfrüchten finde ich es immer blöd, wenn da so diese kleinen Körner drin sind. Ich bin gespannt, ob sich das bei dieser Schokolade auch so widerspiegelt. Ne? Finde ich aber interessant. Also die habe ich so auch in der Form noch nicht gehabt. Finde ich sehr spannend. Vielen Dank. Eine Schoki. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, was ihr vielleicht schon gesehen habt, als ich vorhin in der Box rumgewühlt habe. Danach ist die Box dann auch leer. Ne? Das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr die Form so leicht lose erkennen könnt. Ich habe noch gar nicht gesehen, welcher es ist jetzt. Ich bin jetzt also genauso überrascht wie ihr. Ja, geil. Das finde ich fantastisch. Das ist der Ghostbusters Dustin, ne, von Stranger Things. Geil, das ist schön. Super, ich hole den raus. Jawohl, ich zeige euch ja Pops auch gerne mal aus der Nähe. Ne? Da brauchen wir jetzt kein extra Video für machen, sowas. Sowas. Man kann einfach mal in dem Video, wo man den Pop lootet, einfach mal kurz sagen, ich hole ihn euch kurz raus, den Pop, was ihr wieder denkt. Dann könnt ihr euch den mal angucken, ne, weil hier ist das nämlich besonders wichtig, dass ihr auch den mal von der Rückseite seht, weil ne, ihr seht ja nicht, was der hinten drauf hat, ne, wenn ihr den nur in der Box lasst. Dustin ist im Prinzip mein Lieblingscharakter bei Stranger Things, da gibt's gar nichts. Ne, der ist einfach cool, das ist auch so im Prinzip der Charakter, mit dem ich mich persönlich fast am meisten identifiziere. So ein bisschen der Nerd. Ne, der sich halt auskennt mit den Dingen und der Spaß an der Sache hat. Und das finde ich ganz, ganz toll. Hier seht ihr ihn, er hat eine Ghostbusters-Falle in der Hand und hier auf der anderen Seite hält er so ein Säckchen in der Hand, das ist normal, ne, denn das ist das Halloween-Kostüm und an Halloween da ist, geht man in den USA durch die Gegend, ne, mit einem Sack, was erkläre ich euch, das ist so ein Blödsinn. Ne, und da sie natürlich ein tolles Kostüm haben wollten, haben sie auch Protonenpacks hinten drauf. Das heißt, ihr seht auf der Rückseite auch noch das Protonenpack. Ganz, ganz großartig. Der hat sogar das Ghostbuster-Symbol auf der Schulter. Guck mal. Geil. Ich finde den toll. Der gefällt mir richtig gut. Der kleine Dustin. Finde ich super. Ich bin mega begeistert. Vielen, vielen... Siehst du so begeistert, dass mir schon hier die Zunge am Gaumen fest wächst. Vielen lieben Dank, Nicole. Ich bin echt total geplättet. Ne, du hattest mir ja gesagt, du schickst mir die Geek Gear Box und ich habe natürlich gesagt, cool, finde ich super, dass ich die auspacken darf. Aber dass du dann auch noch so viele andere Sachen reinlegst, das hat mich jetzt sehr überrascht und freut mich einfach tierisch. Ich bin mega begeistert. Vielen Dank dafür. Ne, schreibe ich dir natürlich auch schon mal persönlich, werde ich auch zu diesem Zeitpunkt schon gemacht haben. Dementsprechend, ne, alles klar. Super, Leute. Dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Geek Gear Box so haltet. Ne, das interessiert mich sehr. Ne, habt ihr sowas auch? Und werdet ihr euch auch die neue Box holen? Ne, diese neue teure Box, die es dann gibt von Geek Gear. Einfach mal in die Kommentare. Ansonsten kennt ihr das Spielchen. Abo dalassen. Ich verzauber euch jetzt. Abo dalassen. Daumen hoch dalassen. Und beim nächsten Mal wieder anschalten. Ich freue mich auf euch. Ne? Macht's gut. Lumos.